ist da? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen in Tsushima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Khan und erobern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Ich muss noch nach jemandem sehen. Ich werde am Nordtor auf euch warten, dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Geht klar, Oga. So, ah ja, hieß er sogar Masako. Ja. Ihr seid schon zurück? Geht ihr auch nicht so hart mit ihnen um, Fürstin Masako? Das halten sie aus. Die Bauern Yarikawas sind zäher, als sie aussehen. Und sehr stur. Noch sturer als ihr? Auf keinen Fall. Vor einer Woche noch hätten sie auf die Namen Sakai und Adachi gespuckt. Doch seit euren Taten in Yarikawa, sie sind euretwegen hier. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich auch nicht. So, wen haben wir denn hier noch? Hier sind irgendwelche Leute. Yuna wird wahrscheinlich noch irgendwo sein. Ishikawa wahrscheinlich auch. Moment, wenn wir schon mal hier sind. Ich bearbeite Metall, Holz und Stoff. Verbesserungen, Pfeil. Oh, wir haben genau 25. Was haben wir denn sonst noch? Ich glaube, Pfeile verwende ich schon noch am ehesten wahrscheinlich. Ja. Bambus. Ja, machen wir mal den Pfeil. Nur das Beste für euch. Bis bald. So. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht, mein Herr. Oh, da steht er ja, Ishikawa. Willkommen zurück, Fürst Sakai. Sensei, ihr kennt bereits unsere Verstärkung. Die Bannerträger des Shogun sind Elitekrieger. Doch selbst sie können ihre Bogenkunst noch verbessern. Und die Bauern? Beeindruckend. Viel Talent, aber ungeübt. Ein großes Lob von euch. Yarikawa war einst das Rückgrat unserer Insel. Wir könnten die Mongolen in die Flucht schlagen. Nach einem Monat harten Trainings. Ihr habt eine Stunde. Dann hört auf, mich abzulenken. Schon dabei. Ich lenke hier keinen ab. Eine Stunde Training ist. Mach die Zapfen fest! Jeden einzelnen! Na, Kenji. Oh Mann, deine Missionen waren auch so witzig. Ich sehe, ihr seid fleißig. Jemand muss doch dafür sorgen, dass der Rambok einsatzbereit ist. Wenn das Ding auseinanderfällt, kommen wir auf keinen Fall in die Burg eures Onkels. Hätten wir in der Asamo-Bucht bloß einen gehabt. Hat's euch in meinem Karren nicht gefallen? Ich wollte nicht nach Sake riechen. Yuna hat's mir erzählt. Das mit Taka. Ein mutigerer Bastard, als ich es je war. Wäre Taka hier, würde er sicher widersprechen. Tja, ich versuche, ihn nicht zu enttäuschen. So, wen haben wir hier noch? Euren Händler. Fürst Sakai. Oh, Norio. Den haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Norio, trainiert ihr die neuen Rekruten? Nicht ganz, mein Herr. Ich habe gerade mit ihnen meditiert. Samurai, die Bürger Yarikawas, jede Seele braucht vor dem Kampf einen Augenblick der Ruhe, um die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren und den möglichen Tod. Weise Worte. Meditiert ihr mit mir? Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank, Norio. Möge der Buddha über euch wachen, Fürst Sakai. Wo seid ihr gestern gewesen? Ich musste den Kopf freikriegen. Und wenn ich Vögel beobachte. Okay, hier können wir keinen von. Yuna müssen wir noch finden. Hier sind noch ein paar Wachen. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Nö, danke. Aber noch Yuna. Ansonsten.
Schiffen mit. Das stimmt toll. Fällt mir jetzt eigentlich auch keiner mehr ein, außer Shimura. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Das heißt, der Kahn habe Orte erobert, von denen wir nie gehört haben. Ich glaube, hier wird wahrscheinlich auch keiner drin sein, oder? Sieht sehr leer aus. Haben wir gerade irgendeine Aufgabe? Außer mit Leuten zu reden? Eine neue Geschichte auf Lager. Von seiner letzten habe ich bloß Albträume bekommen. Seid ihr ein Kind? Ihr wisst, dass ich mal einen Oni sah. Ihr seht auch nicht so aus, als würde ich euch kennen. Masako, was sind denn die wichtigen Leute hier? Haben die sich versteckt? Da oben. Nee, das sieht einfach auch nur aus wie normale Wachen. Oh. Wo sind denn die anderen beiden? Wir müssen stark bleiben. Hier ist wieder Norio. Wo sind denn die anderen? Da oben vielleicht? Ach, glaube ich eigentlich auch nicht, dass die da oben sind. Die werden wahrscheinlich irgendwo. Oh. Gut, einer, der ein bisschen rumguckt, aber sonst. Weiter zu Buddha. Ah, Yuna. Bist du ja. Es ist Zeit, Yuna. Die Samurai sind hier. Alle machen sich kampfbereit. Hast du dich ausgeruht? Ich konnte nicht. Tut mir leid. Taka sollte hier sein. Er glaubte an dich. Jetzt tun es die Bürger von Yarikawa. Weil du für sie einstandest, als niemand sonst es tat. Sie riskieren ihr Leben für den Geist. Ich gebe mein Leben für die Bürger von Tsushima. Und für dich. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sei vorsichtig, Yuna. Ich muss zu Fürst Oga. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Was war das denn gerade? Ich sage, der mongolische Kaiser hat seinen Thron auf dem höchsten Berg am Mittelpunkt. Okay. Ich weiß nicht, wo. Ach, da oben könnte vielleicht Shimura. Ne, ich glaube, das ist auch nur irgendein Dude, der da oben drauf steht. Weil Shimura müsste eigentlich auch. Ja, ja, gleich. Nein, ist er nicht. Das ist doch eigentlich auch irgendwo noch. Sein, theoretisch. Außer ich habe schon wieder irgendwas vergessen. Fürst Oga, wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Ah. Es wäre dem Oga-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Den suche ich gerade. Zu haben. Das Schicksal Tsushimas bis dem Begriff eine lange Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich fortfahren? Ja, ich hab sonst nichts zu tun. Lassen wir den Kahn lieber nicht warten. Wunderbar. Das scheint wohl jetzt länger zu dauern. Euch gebührt Respekt, Fürst Sakai. Die Rettung eures Onkels, die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht, doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich. Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt war. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel und die Menschen, deren Heimat sie ist. Die Politik kann warten, bis der Khan tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben. Natürlich ist er irgendwo da oben. Yay, ein Bambusstand. Halleluja. Mann, meine Freude ist groß. Oh, Kacke.
Ja, ich sehe, warum das eine lange Geschichte wird. Kacke, ich war zu langsam, ja. Moment, ich muss meine Kabel kurz sortieren. So, das ging schon mal. Ach, der grüne, nein. So. Dreieck X, Dreieck L1 und X. Das lief gut. Dreieck X, dort X, dann nochmal L1 und... Oh Gott. Nein, das war doof. Oh Gott. X, dann nochmal Dreieck. X. Verdammt, ich war zu langsam. Okay. Dot. L1, X, nochmal L1. Und dann wieder hoch. Verdammt, Teig den gedrückt. Ah, ich hätte X drücken müssen, verdammt. Ach! Was drücke ich denn da? Die vorletzte. L1, ah. Mann, ich drücke immer irgendwann zu schnell, glaube ich. Schon wieder. Ich habe doch L1 gedrückt. Drücken wir mal die falsche. Ah, ich drücke X, glaube ich, auch immer noch am Ende. Ne, jetzt war ich vollkommen raus. Ah, ich hasse Bambusstände. Ne, das war auch falsch. Das. X, L1 und dann hoch. Nee, das war falsch. Ah! Gott, ey. Nee, das war auch falsch. Ja, oh, immer am vorletzten. So, Kreis X. L1, X, L1 und wieder hoch. Ja! Oh Gott. Halleluja. Meine Güte. Ach, da war ein Kampf. Halleluja. So, ich bin auch ready jetzt für den Kampf. Oh Mann. Oh. Vorräte. Oh, das ist auch eine neue Rüstung. Passend zu meiner. Gut gemacht, Jin. Wir haben alle, die wir für die Rückeroberung brauchen. Ich besiegte die Strohhüte. Doch Iosou floh mit dem Khan. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr spracht mit dem Khan? Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet. Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder... Er starb ehrenvoll. Der Khan wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin, der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern. Als Vater und Sohn. Wenn wir das Ganze überleben, ja. Die Samurai rühmen sich ihres Ehrenkodex. Aber er macht sie auch starr. Durchschaubar, leicht zu brechen. Der Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich. Gefährlich. Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Khans. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Yeah! Krieger von Tsushima! Heute besiegen wir Kotonka! Hole Burg Shimura zurück und verjagen die Mongolen aus unserer Heimat. Wie segt hat er noch nicht, aber will nicht zu pessimistisch sein. Volk Fürst Shimura zum Sieg!
Let's go. Geiler Angriff. Schön. Einen Moment. Mach mal kurz wieder meine Kamera an. So. Lasst nicht ab. Ah ja, ja, kämpfe doch. Ich soll meine Kamera anmachen. Was ist denn hier oben los, Mensch? Das ist für meine Söhne! Oh, Attentat. Nicht sehr ehrenvoll, aber hey. Das sah ganz cool aus. Wie vorwärts, hier sind noch ein paar Leute. Mörder, das ist für meinen Bruder. Oh nein, ich rennen. Okay, sehr gut, jetzt auch down. Alle Mann zum Tor! Vorstoß! Bringt den Rambock nach vorne! Oh, der Rambock. Jetzt geht's los. Oh. Zeigt dem Mongolen, dass wir es ernst meinen! Bogenschützen, auf höhere Position! Nein, ich wollte doch den da mit dem... mit dem Schild wollte ich... Für den Azotschi-Plan! Och Mann, der mit dem Schild ist kacke. Jetzt, eigentlich, meine Güte. Schwingt weiter, Norio. Schwingt weiter. Ah, da war doch noch einer. Hier. Ich kann meine Entschlossenheit wieder auffüllen. Ich müsste auch niemanden mehr an. Mach den Weg frei! Oh, den kann ich auch noch mal. So. Sehr gut. Aua! Ich auch. Was? Nein, nur weil ich in das Feuer getreten bin. Ich will doch meine Geistkopfhaltung wieder ein bisschen aufladen. Sonst setzen sie uns fest! Tötet sie alle! Wo fängt denn an? Hier. Nein! Ach, sie brennt! Gehen wir mal auf die Kampfhaltung. Da so!
So, jetzt geht's los. Geistkampfhaltung. Wo sind die Gegner? Bam. Weggesnatcht. Geil. Feuer, Leute, ey. Die musst du mich eigentlich gleich mal kümmern. Ist ein bisschen nervig da oben. Ah, ist nicht easy. Irgendwo hinter mir. Lauf nicht weg! Immerhin Pfeil oben, links. Scheiße, ich glaube, der Boden ist kacke. Am Boden vielleicht. Kacke. Nein, kann auch hochgehen. Oh, hier sind auch noch ein paar Leute. Oh! Ja, du bist ganz schön weggehauen, ey. Ja, da bin ich gerade dabei. Aua, aua, ich brenne. Autsch. Fürster Kai, kundschaftet den Weg aus. Wir brauchen keine Überraschungen. Geht gleich los. Hör. Hm, Zeugs. Was ich alles nicht mitnehmen kann, weil ich bin voll. Aber man braucht Vorräte. Oh. Oh. Soll ich wahrscheinlich mehr einsetzen. Der Time, Japanerhunde! Durch dieses Tor kommt ihr nicht! Das sehe ich gar nicht. Bam! Sehr ehrenlos Lauf, von dir. Feiglinge! Jin! Was tut ihr da? Den Weg freiräumen. Doch nicht so. So niemals. Kämpft wie ein Krieger, mit Ehre. Nicht wie ein Monster. Nur so verstehen sie es. Terror ist keine Waffe eines Samurai. Bitte? Oh nein, jetzt kommen die großen Geschütze. Dieser Tor, wir können nicht vorstoßen. Das ist eure Chance, Fürst Sakai. Zerstört ihre Waffen, ehrenvoll. Ich halte die Stellung und lenke sie auf mich. Okay. Ich komme mit dir. Bleibt bei mir. Haltet eure Position. Fürst Sakai, nehmt die Huatza. Digga. Oh, geh aus dem Bereich da raus. Digga, da noch so ein Dicker. Da ist er. Ah, nicht reinrennen. Okay, er brennt. Mongolen! Tötet sie alle!
Bam. Der Mongol auf dem Pfad zur Brücke. Oh. Ich sehe sie. Wir sind hier nichts mehr zu. Gehen wir zu den anderen. Es war gut, die Mongolen am Tor einzuschüchtern. Mein Onkel liegt falsch. Er will es nicht verstehen. Wir sterben, wenn wir uns nicht ändern. Nur dank dir haben wir es soweit geschafft. Und jeder weiß das. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Der Kahn verliert an Boden. Oh, das ist so geil. Aber es, ich weiß noch nicht, ob es eben groß ist oder nicht, aber es ist geil. Keine Gnade für die Mongolen! Oh, der ist ein dicker, ey. Mit dir. Weg ist frei! Vorwärts! Konformieren! Durchbrechen! Wir müssen zur Brücke! Alle zur Brücke! Für Tsushima! Für Tsushima! Jag sie zurück auf mir! Töte sie alle! Ihm. Weg mit dir. Weg mit euch allen. Wohin zeigst du denn? Da stand Bier, glaube ich, oder so. Obwohl Bier, weiß ich nicht. Sagen wahrscheinlich eher. Noch oben. Seht! Die Brücke! Sie fallen zurück! Der Kahn würde niemals so aufgeben! Etwas stimmt nicht! Jetzt will die Pferde löschen. Wollen die Pferde anzünden? Was? Was ist das für ein kranker Bastard? Sie setzen Sprengstoff ein! Schießt auf die Pferde! Schießt! Wir haben Pferde! Tut mir leid! Alter! Was für ein kranker Bastard, ey. Oh mein Gott. Die armen Seelen. Er schickte sie in den Tod. Für nichts. Wir müssen ihr Opfer ehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Nein. Zu viele sind tot. Hättet ihr auf mich gehört? Genug! Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn allein.
Rucksack ist aber nicht so ehrenvoll. Das Schicksal Tsushimas endet mit explodierenden Pferden. Was zur Hölle?